Glück auf zusammen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf eurem Stammplatz 1848. Heute ist es wieder soweit, wie ich es jetzt vorhab. Ich glaube, ich hatte es beim letzten Mal gar nicht erwähnt. Wie jeden Sonntag kommt jetzt wieder eine Folge von unserem FIFA Talk, von unserer Road zum Champions League Finale. Wir wollen unseren VfL dahin bringen, einfach um ein bisschen Spaß zu haben. Und ja, es heißt mal wieder Gruppenphase und zwar Bochum gegen Barcelona. Ihr seht das hier schon. Wir werden auch gleich mal an der Pressekonferenz teilnehmen. Einfach um auch da ein Feeling mal zu bekommen. Und ja, entschuldigt erstmal, falls ich mich ein bisschen verschnupft anhöre und so. Allergiezeit ist keine schöne Zeit. Ihr merkt es auch. Ab und zu bin ich immer wieder am Husten. Aber das ist so, ne? Allergien sind undankbar. Und deshalb bitte nicht verwundern, dass ich da ab und zu mal vielleicht ein bisschen husten muss. Und ja. Ich würde sagen, wir starten auch direkt hier mit unserem FIFA-Spiel. Tatsächlich habe ich versucht, dass ich Quarteng schon mit in den Kader reinbekomme, aber irgendwie, weiß ich nicht. Ich hatte es mal erstmal mit einem Transfer versucht, mit einem ganz normalen hier in FIFA, aber das hat auch nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ich denke mal, das ist nämlich gerade schon außerhalb der Transferphase. Und ich wollte es auch eigentlich dann so machen, dass er automatisch dann reinkommt, dadurch, dass ich in den Einstellungen halt sage, okay, er ist jetzt im VfL zugehörig. Es hat aber auch nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Wahrscheinlich müsste ich jetzt wieder ein neues Spiel machen. Das heißt, wir müssen halt dann, denke ich mal, warten, bis das nächste Transferfenster offen ist, um die nächsten Neuzugänge dann auch bei uns im Team begrüßen zu dürfen. Jetzt seht ihr ja, haben wir auf jeden Fall Loslich schon im Team. Wie letztes Mal auch. Daschner ist auch dabei. Ordetz haben wir auch gehalten. Und ja, dann würde ich mal sagen, starten wir erstmal halt mit dieser Startformation. Ich habe mich dazu entschlossen, wieder auf eine Viererkette umzuschwenken, da ich mit einer Dreierkette in FIFA, was heißt Probleme habe, aber es ist halt einfach nicht meine Formation. Und ich glaube, jeder, der FIFA spielt, fühlt diesen Moment, dass man halt so seine Formation hat, wo man denkt, komm, das funktioniert eigentlich. Und deswegen bin ich hier wieder auf eine, Entschuldigung, Viererkette umgestiegen. Aber was ich auf jeden Fall mal versuchen wollte, auch in diesem Rahmen, ist halt Doppelspitze, Hofmann und Daschner. Ja, das ist für mich die Taktikvorlage fürs Spiel. Losli habe ich einfach mal auf die rechte Seite gepackt. Klar, er ist Innenverteidiger, aber auch hier möchte ich mal gucken, wie er sich da so verhält. Möglicherweise ist ja auch eigentlich so der Fokus bei den Spielern auch darauf, dass sie halt auch andere Positionen spielen können und dort eingesetzt können. Masovic hat in der Saison, wenn ich mich daran erinnere, auch einmal oder vielleicht sogar mehrfach mal auf den Seiten gespielt. Und generell, da ist man ja auch manchmal, Entschuldigung, flexibel. Ja, dann würde ich sagen, starten wir auch und schauen uns mal an. Das soll Thomas Letsch sein. Ich weiß, es ist nicht Thomas Letsch, so wie man ihn sich vorstellt, aber er gibt halt nicht viel mehr Möglichkeiten, es so hinzukriegen. Und deshalb so ein bisschen Ähnlichkeit, denke ich, hat er aber jetzt nicht wirklich viel. Na, wie geht es weiter? Ich denke mal, wir müssen einfach konzentriert bleiben. Genau, wir müssen konzentriert sein und wir müssen wirklich jede Chance nutzen. Ich meine, klar, das gilt es auf jeden Fall zu behaupten. Sie müssen gegen den FC Barcelona ran. Also natürlich ein richtig starkes Team, spüren Sie den enormen Druck. Natürlich spüren wir den Druck, aber das Team ist stark, die Mannschaft ist mental stark. Der Trainer ist auch mental stark. Ich bin sicher, dass die Jungs es gegen Barcelona schaffen, eine Top-Leistung zu zeigen. Aktuell sind sie gut drauf, gehen Sie davon aus, dass es auch in den nächsten Spielen so weitergehen kann. Natürlich gehen wir davon aus, aber wir können sogar noch mehr. Wir hatten eigentlich einige gute Spiele, aber das geht alles noch besser. Von dieser Mannschaft dürfen Sie noch einiges erwarten. Und genau das muss der Ansporn sein. Genau, thank you very much. Und nun geht es los. Wir starten die Partie. Wir spielen zu Hause im Ruhrstadion gegen Barcelona. Hört sich cool an, ne? Wir spielen zu Hause im Ruhrstadion gegen Barcelona. Was wäre das denn mal, wenn es tatsächlich so weit kommen würde? Das wäre einfach traumhaft. Deshalb macht es schon so ein bisschen Spaß, das einfach hier mal so ein bisschen durchzuspielen und zu träumen. Und ja, bevor dann halt die Realität, die harte Realität, bevor diese dann weitergeht und es für uns dann erneut heißt, eine Saison schauen, die Klasse zu halten. Aber jetzt genießen wir erstmal die Champions League Musik in unserem Ruhrstadion. Ja, Bochum gegen Barcelona. Da kommen die Jungs.
überspringen wir jetzt mal. Und dann haben wir auch schon den Anstoß. Und dann wollen wir mal schauen, was hier so geht gegen Barcelona. Werde ich mal ein bisschen defensiver schon mal versuchen, die Taktik so zu einzustellen, dass es auf jeden Fall ein bisschen defensiver ist, weil die natürlich sehr schnelle und sehr gute Spieler haben und man da schon etwas mehr aufpassen muss. Ah, das ist kein Abseits, das ist kein Abseits. Und da gibt sich doch schon die erste Chance. Aber da war Ter Stegen, Weltklasse-Torhüter, etwas schneller, beziehungsweise ich war zu langsam. Ich hätte vielleicht vorher schon nochmal ablegen müssen oder hätte versuchen müssen, einfach auch dann mal den Ball aufs Tor zu zimmern. Aber naja, wir versuchen erstmal wieder den Ball zu erobern. Das darf natürlich nicht so passieren. Wow, das war ein guter Schuss, aber auch wunderbar gehalten von Manu Riemann. Hat ja letztens schon gesagt, eine starke Saison wieder von ihm. Schade, der Ball wurde abgefangen. Jetzt versuchen wir wieder ein bisschen hier die Räume zuzustellen. Ah, da ist das 1-0 für Barcelona. Schitte. Naja. Haben sie clever kombiniert und das Tor rausgespielt. Und dann kommt er auch noch zum Schluss, obwohl Ordetz, meine ich, auf jeden Fall dran war. Aber leider ging der Ball dann doch rein. So, jetzt müssen wir eine kleine Aufholjagd hier machen. Das heißt Aufholjagd, aber auf jeden Fall schnell versuchen, wieder das Spiel auf Pari zu stellen. Und versuchen es mal jetzt über Stöger, Ordetz, Hofmann, Daschner, das ist doch gar nicht mal so verkehrt. Jetzt müssen wir nur versuchen, ich wollte den nochmal in den Rückraum bringen, den Ball. Das ist ein Ball für uns. Kopfball, der jetzt aber hier nicht ankommt. Toto, hol dir den Ball. Das war nicht schön. Das heißt, jetzt müssen wir wieder den Ball hinterher rennen. Das gefällt mir noch gar nicht so. Bisher hat Barcelona das eigentlich ganz gut im Griff, aber das war ein Fehlpass, aus dem ich leider nichts machen kann. Und dann gibt es auch noch Vorteil für Barcelona. Ah. Ah, es geht viel, viel, viel zu einfach. Viel zu einfach. Der nächste Schuss von Barcelona. Heute kein bisher gutes Spiel von mir. Aber vielleicht wird es auf jeden Fall noch. Und um es vielleicht auch nochmal kurz ein bisschen auszuschmücken. Kwarteng, finde ich, hatte ich euch ja auch in dem kleinen Video von mir gesagt, war oder ist ein ganz starker Transfer und ich hoffe mir viel von ihm. Es ist einer der, es ist der teuerste Transfer, den wir innerhalb der letzten 15 Jahre waren es ja, glaube ich, den wir uns geleistet haben. Und natürlich erweckt das Erwartungen, aber ich möchte da jetzt auch nicht irgendwie zu sehr den Druck drauf schieben. Ich hoffe einfach nur, dass er einschlägt und vor allem natürlich die Vertragslaufzeit bis 2027 ist natürlich einfach nur sehr, sehr gut ausgehandelt. Denn je nachdem, wie er dann natürlich auch einschlagen sollte, ist es für uns ein Gewinn. Nicht nur spielerisch gesehen, sondern natürlich auch später vielleicht nochmal im Rahmen einer Ablöse- oder Transfersumme. Ja, Immobile hat das Tor gemacht. 1-0 für Barca. Ja, sieht bisher nicht ganz so gut aus. Ich überlege mal, ob ich vielleicht für die zweite Hälfte ein bisschen was umstelle. Förster rein. Stöger nach vorne. Passlack auf rechts für Asano. Lass ich Hofmann im Sturm. Ich lasse ihn erstmal drin. Vielleicht, wenn ich merke, es passt gar nicht, dann werde ich Zoller nochmal reinpacken. Aber so geht es jetzt erstmal in die zweite Hälfte. Vielleicht wird es ja schon ein bisschen besser. Schauen wir mal. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Aber wunderschön vom Ball getrennt von Horn. Ich bin mal gespannt, welche Rolle er spielen wird in der neuen Saison. Ob er eine Rolle spielt.
Ich meine, Soares ist ja auch noch so ein bisschen ungeklärt. Da kam ja jetzt häufiger mal so ein bisschen die Gerüchteküche auf, ob er wechseln wird. So, komm jetzt. Ah, wunderschönes Tor zum Anschluss. 1-1. 57. Minute. Und es ist Paslak, wenn ich das richtig sehe, der sich da gerade freut. Mal gucken, ob ich recht habe. Ja, eingewechselt, Joker-Tor. So muss das sein. Sehr schönes Tor. Aber auch gut herausgespielt. Schön die Breite des Spielfelds dann am Ende auch nochmal genutzt. Wir schauen uns das jetzt auch nochmal in der Wiederholung an. Hier erstmal von Stöger auf Losilla. Losilla legt ab auf Paslak und Paslak schießt ihn dann rein. Hier sehen wir es auch nochmal schön wuchtig ins kurze Eck. Schönes Tor. Sehr schönes Tor. Und somit haben wir jetzt wieder eine bessere Ausgangssituation. So, mal gucken, ob wir das Momentum jetzt vielleicht so ein bisschen nutzen können. Erstmal ist es natürlich wichtig, dass wir jetzt nicht hier den direkten Treffer wieder kassieren. Immobile schon wieder. Gefährlich, gefährlich. Aber auch wieder schlecht verteidigt von mir. Ist auf jeden Fall kein guter FIFA-Tag heute von mir. Aber auch an solchen Tagen versuchen wir trotzdem noch das Spiel Glück auf unsere Seite zu zwingen. So wie jetzt zum Beispiel. Jetzt einmal auf Stöger. Jetzt ist hier ein bisschen Raum. Jetzt geht nur natürlich keiner mit. Müssen wir mal gucken, dass wir hier ihn schicken. Da ist auf jeden Fall. Oh, da ist schnell Raum. Und da ist das. Ah, fast das 2-1 für uns. Da ist Paslak wirklich gut davon gelaufen. Oh, jetzt kommt Lewandowski aufs Spielfeld. In der 69. Spielminute. So, mal gucken, ob wir vielleicht durch eine Standardsituation was erzielen können. Das war leider nichts. Das war schlecht. Aha. Da hätte ich. Jetzt wenn ich den hinterher, aber kann ihn vielleicht noch ablaufen? Ja, sehr schön. Von Paslak, der auch in der Rückwärtsbewegung Stärke zeigt. Auf Losilla. Und dann versuchen wir wieder die Seiten jetzt zu nutzen, weil ich da gemerkt habe, da geht vielleicht dann doch was. Und schon wieder können wir uns über Paslak hier auf den Seiten. Und das sieht sehr gut aus. Also da geht was. Ihr merkt auf der Seite, auf der rechten Seite über Paslak, da können wir die Geschwindigkeit von ihm gut ausnutzen. Hier haben wir den Ball schön abgefangen und versuchen jetzt. Ach, schade, ey, da kommt er nicht dran. Aber ich hoffe, wir bleiben im Ballbesitz. Geht leider nicht gut. Wir müssen hier jetzt konzentriert bleiben, aber wir sind wieder gut nach hinten gerückt. Die Viererkette steht. Abseits, Schiri. Ah, wir gehen jetzt schon in die Schlussminute. Ich denke mal, selbst jetzt, wenn wir das hier nicht mehr aus der Hand geben lassen, dann ist so ein Unentschieden gegen Barcelona wäre schon Gold wert. Oh, boah, da holt Riemann aber nochmal mit letzter Kraft alles raus. Das war sehr, sehr wichtig. Jetzt müssen wir nur noch die Ecke überstehen. Und da zeige ich nur dann den Schluss. Puh. Glück gehabt. Aber ich denke mal, am Ende. Wir hatten zum Schluss auch noch mal ein paar gute Situationen. Gerade über die Seite vom Paslak haben wir gesehen. Das wäre natürlich auch so ein Wunsch von mir, dass genau sowas dann auch passieren könnte, dass wir diese Schnelligkeit über die Außenbahn, dass wir die bringen können. Und dass wir einfach uns dann immer wieder diese Möglichkeiten erarbeiten über die Außenbahn, was ja auch schon gut immer geklappt hat mit Asano und mit Antwerp Jay. Und ja, ich meine, mit Quarteng haben wir natürlich jetzt auch einen Spieler nochmal dazu gewonnen, der auch Pace mitbringt. Das gehört auch dazu. Dann kommt natürlich auch noch mit Bero. Das ist ja auch eigentlich schon so gut wie sicher, dass er zu uns kommt. Kommen nochmal, Entschuldigung, ein Stratege fürs Mittelfeld und eine weitere Verstärkung für unser offensives Mittelfeld.
Und für mich gibt es jetzt eigentlich dann ja, vier Vakanzen, die wir bedienen müssen in der Transferphase. Wir brauchen auf jeden Fall, finde ich, noch einen klassischen Mittelstürmer. Dann brauchen wir noch einen Innenverteidiger und dann brauchen wir rechts sowie links außen in der Verteidigung. Finde ich, bräuchten wir eigentlich auch noch was. Ne? Ich meine, ich habe es ja gerade auch schon gesagt, natürlich kann man gucken, inwiefern man das auch flexibler gestalten kann. Zum Beispiel mit einem, wie auch Heinz, der ja auch eigentlich gelernter Innenverteidiger war, aber es links auch gut gemacht hat. So wie Losley vielleicht, wo sich auch herausmustert, der kann auch außen vielleicht mal auf der Außenverteidigerposition vielleicht auch ausweichen. Dass man halt schaut, vielleicht, dass man es auch dann halt mit einem Außenverteidiger noch wuppen könnte und den etatmäßigen, die wir jetzt schon haben. Aber ich finde trotzdem, Stand jetzt brauchen wir auf jeden Fall links außen, rechts außen, perspektivisch gesehen. Ich meine, Toto könnte man natürlich jetzt auch nachdenken, dass man perspektivisch auch für ihn schon mal vielleicht schaut, inwiefern man dann auch ihn nach seiner grandiosen Karriere dann perspektivisch auch ablösen könnte. Da ist natürlich Osterhage eigentlich auch schon ein Kandidat, der vielleicht selber darauf aufgebaut werden könnte. Aber das müssen wir einfach mal schauen. Ihr merkt, es gibt noch viel, viel, viel zu besprechen. Und ja, es wird nicht langweilig. Es wird nicht langweilig. Und ich freue mich einfach sehr, was die neue Woche bringt. Ob wir uns vielleicht dann auch schon relativ kurzfristig wiederhören, wenn dann der Transfer Bero dann auch offiziell verkündet wird. Und inwiefern dann halt weitere Transfermeldungen in der nächsten Zeit uns dann überraschen werden. Vielleicht auch mal was Überraschendes. Ich meine, es gibt natürlich mal viele Gerüchte, auch mit Leitsch und keine Ahnung was. Aber einfach mal schauen, was dann wirklich alles dann noch so kommt. Und worauf ihr euch dann auch noch freuen könnt, das ist in der nächsten Woche, höchstwahrscheinlich in der nächsten Woche, gibt es dann das Video mit Thomas, was ja auch schon von mir so ein bisschen angeteasert wurde. Thomas und ich sind da im Austausch und werden dann gemeinsam das Video für euch drehen und einfach mal über alles Mögliche schnacken und natürlich, klar, Transferphase in den Vordergrund stellen, die Transferphase in den Vordergrund stellen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da, drückt auf den Abo-Button und aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr hier auf eurem Stammplatz 1848 verpasst. Herzlichen Dank an all die neuen Abonnenten, die dazugekommen sind, die jetzt, ich glaube, 85 neuen Abonnenten, seitdem wir die Tausender-Marke überschritten haben. Freue mich sehr, dass ihr jetzt auch Teil der Stammplatzfamilie seid. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, bleibt gesund, macht es gut und Glück auf zusammen.